So, hallo, wir machen weiter. Bei. Ah, da ist was im Weg. Oh no. Ah, ich hoffe, das geht. Ich habe was vor meinem Fernseher gestellt, aber. Ah, es sollte gehen. Bei. Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir. Ach ja. Ach ja. Ach komm, das probieren wir jetzt nochmal. Das probieren wir jetzt nochmal. Ja. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Einmal werde ich diesen Sprung jetzt ausprobieren. Einmal werden wir jetzt nochmal bis dahin spielen und einmal werde ich diesen Sprung ausprobieren. Aber das Problem ist halt echt, es ist ein ganz knapper Sprung. Ich gehe stark davon aus, dass ich ihn jetzt nicht schaffen werde, aber ich möchte mir nicht sagen lassen, dass ich es nicht probiert habe oft genug. Na? Wir werden jetzt also nicht das ganze Video über dieses Level spielen, außer ich schaffe den Sprung und es geht dann entsprechend weiter. Aber ich werde maximal zweimal bis dahin spielen. Und den Rest des Videos dann vielleicht ein paar Level von Frank spielen oder so. Da ist ja noch einiges, was wir tun können. Ne? Da ist ja noch einiges, was wir tun können. So. Vorsichtig. Ich würde gerne den Pilz behalten. Sehr schön. Allerdings haben wir ja gesehen, den Pilz bis zum Ende da oben zu behalten, ist gar nicht so sinnvoll gewesen. Aber gut. Hier ihn zu haben, ist auf jeden Fall gut, weil vielleicht verliert man ihn ja hier schon. Ja. Und wenn ich jetzt hier nämlich... Jetzt sollte der Sprung eigentlich funktionieren, wenn ich mich nicht komplett dämlich anstelle. Nice. So, und jetzt sollten wir eigentlich es schaffen, bis zum Midway Point zu kommen. Also bis zu dem Raum mit dem Midway Point. Da dürfte jetzt eigentlich keine Schwierigkeit mehr beiliegen. Also das ist das Schwierigste hier. Diesen Teil hier immer wieder machen, das ist somit das Schwierigste. Alles andere geht klar. So, einmal die Blume holen. Das ist ja alles nicht das Problem. Ah. So. Ich habe ja schon mal probiert, in die Röhre kann man nicht rein. Ne? Das ist nicht, dass ich da... Nein. Nicht, dass ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe. So. Ich nehme gerade auf. So, das war gerade ungünstig, aber es macht nichts. Ich habe vergessen, mein Schild vor die Tür zu stellen. So. Okay. Dann muss ich aber gleich kurz die Aufnahme beenden. Das macht aber nichts. Kriegen wir hin. Das ist jetzt ungünstig, oder? Bringt mir das jetzt... ohne den Schuh komme ich da nicht rüber jetzt, ne? Bringt es was, die schon mal wegzumachen? So, sind die jetzt... Bleiben die jetzt weg? Ja, ich komme jetzt halt nicht hoch ohne... Ach, nö. Ja, die bleiben... Oh. Ah, ich darf alles jetzt nochmal machen. Oh nein! Ich muss sogar nochmal da hinten rumgehen. Ah, das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Na gut. So. Da haben wir dann hier einen Hit mehr. Und können einfach... Nein! Oh mein Gott. Wir machen... Okay, wir machen das vorsichtig. So. Das klappt ja an sich. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch mit der Blume... Oh. Ist das blöd.
weil... Nee, muss ich nicht. Ich muss nur den P-Switch drücken, weil die Kanone muss raus aus dem Weg. Da hinten das Eis haben wir ja aufgemacht. Ja, die Kanone muss einfach nur aus dem Weg. Ich muss nur den P-Switch drücken. Das ist alles. Oh, das reicht nicht. Doch. So, und jetzt ist ja eine Blume am Anfang von dem Ding. Aber ich will ja eh klein den Sprung da oben eigentlich machen. Aber es ist vielleicht besser. So, jetzt wie gesagt, es ist, er macht halt einen kleinen Sprung. Ohne dass er die Decke berührt sogar, schafft er das. Ah, der muss halt richtig ganz knapp sein. Das ist... Okay, einmal, ich habe gesagt, zweimal gehen wir nach hinten. Jetzt gehen wir das zweite Mal nach hinten. Dann haben wir genug von dem Level gesehen. Ach, so ein Käse. Ach, so ein Käse. So. Zack. So. Ja, das ist okay. Der Hit hier ist genau dafür habe ich den Pilz. Und hier haben wir es vorne auch geschafft. Dann schaffen wir es jetzt auch hier hoch. Oh Gott, das ist trotzdem immer wieder aufregend. So. Diesmal bitte ohne Schuh-Fail. Ich möchte hier nur einmal hochgehen. Einmal die Blume. Und jetzt noch da hinten rum, bis zum P-Switch. Sheesh. War das nicht die Stelle, wo ich vorhin getroffen wurde? Ganz vorsichtig wieder hoch. Ganz vorsichtig wieder hoch. Es geht nicht. Man muss... Oh! Gleiches Spiel wie vorhin. Oh Gott. Das war jetzt ein komplett schlechter Hit. Zum Glück habe ich noch einen hier an der Stelle. Ah, geht aber auch groß. So. Jetzt muss ich die Blume nicht mehr holen.
deswegen habe ich das ja gerade gemacht. Weil jetzt, sonst müsste ich die Blumen jetzt wiederholen. Genau deswegen bin ich vorhin erst da durch. Muss nur den P-Switch auslösen. Ich könnte mich sogar... Nein, ich kann mich nicht einmal treffen lassen. Das darf ich nicht. Ich darf also nicht... Okay, hier darf ich runterfallen. Ich darf nur nicht in die Lücke. Das ist alles. Das ist die einzige Lücke, wo ich nicht rein darf. Warte, ich komme doch hier oben drüber. Oh mein Gott, mit dem Schuh komme ich da oben drüber. Das ist besser. Mit dem Schuh da oben drüber ist besser. So. Einmal haben wir nochmal den Sprung. Dann haben wir 10 Minuten für das Level verschwendet. Ah, Mensch. Er macht wirklich einen ganz knappen Sprung. Er hat nie die Decke berührt, so richtig. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Lass mal das. Lass mal das. Das ist... Nein. Aber jetzt habt ihr gesehen. Jetzt weiß ich, wie der Sprung geht. Ja, aber ich krieg's nicht hin. So. Die Spiny Shenanigans. Machen wir einfach das Level. Egal, ob das jetzt an der Reihe wäre oder nicht. Jetzt machen wir einfach das Level. Der wird gleich hier abschmieren. Da kommt aus der Röhre Spinies raus. Oh Gott, im immer gleichen Abstand. Und ich kann nicht spin-jumpen. Also muss ich mit denen mitlaufen. Das war ja freundlich. Hier rup. Jetzt weiß ich nicht, ob hier einer angeschossen kommt. Checkpoint. Ah! Ich wollte gerade sagen, wo muss ich denn jetzt hin? Aber dann scrollt es plötzlich nach unten noch weiter. Und die schießen zum Glück nicht, ne? Die sind einfach nur da. Nein! Runter! Oh mein Gott, das war knapp. So, ich habe keine Zeit. Ich muss direkt hoch. Erstmal gucken. Oh boy. Okay. Nein! Schade. Hätte ein First Try werden können, habe ich versaut. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber was soll's. Wir warten eine Runde. Die Zeit haben wir. Dann kann ich jetzt nämlich auch einfach direkt durch. Das war viel angenehmer als vorhin. So. Der kommt langsam, weil er im Wasser ist. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe gedacht, der kommt schnell. Und deswegen habe ich Quatsch gemacht. Ach, das war so unnötig. Aber das Level ist noch nicht mal zu Ende. Oh boy! Die werden also zu den Dingern, wenn sie im Wasser... Ja, okay, ergibt Sinn. Oh Junge, du nicht. Du auch nicht. Wait, what? Ich muss jetzt aushalten, oder was? Weil besiegen kann ich die nicht. Hä?
müsst einfach aushalten. Ich habe nichts, um die zu besiegen. Oh, was anderes geht nicht. Dann muss irgendwas runterkommen, oder? Keine Ahnung. Ja. Oder ist hier... Ist da, wo die Linie ist, ist da vielleicht ein Block? Ein Stern oder sowas? Könnte das sein? Ja, das war knapp. Nee, da ist gar nichts. Nee, da ist einfach... Ach, Menschenskinder. Bin ich doof. Da ist einfach nichts. Also muss ich ausharren. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun soll. Da muss ich ziemlich sicher einfach warten. Kann ja leider auch die Dinger nicht aufsetzen. So, also einfach ausharren. Das kann ja nicht so schwer sein. Solange halt das Wasser da ist, ist er langsamer. Und wenn das Wasser weg ist, gibt es wieder einen Speed. So wie jetzt gerade. Ja, easy. Man muss halt einfach nur... Ne? Oh nein, ein letzter Sprung. Das war wieder kritisch. Das war wieder ein kritischer letzter Sprung. Okay, aber wir haben es. Wir haben es. So. Okay. Zack, zack, zack. Gut. Was haben wir jetzt hier unten noch übrig gelassen die ganze Zeit? Das haben wir gemacht. Da ist ein Devory-Level. Aber das ist ein 4-Player-Level, das brauche ich gar nicht angehen. Wobei, man muss es ja auch dann so schaffen können. Ach so, das ist okay. Aber vielleicht hat er eine coole Musik eingebaut. Offensichtlich kann man es nur schaffen. Schauen wir es uns mal an. Ach so, es ist dieser eine Raum. Oder wie? Jeder rennt also in diesem Raum rum. Also nicht... Also jeder hat diesen Raum sozusagen bekommen. Nicht jetzt der gleiche Raum, sondern... Na, ihr versteht, was ich sagen will. Und man muss immer ein Stück von denen wegnehmen. Und dann hat man den Schlüssel und dann kann man hier durch. Ah, und das... Dann gibt es noch eine zweite Runde. Ah, ich verstehe. Okay. Ja gut, das ist jetzt im Singleplayer tatsächlich irrelevant. Weil wenn ich jetzt hier den Fehler mache, ist es egal. Aber im Multiplayer ist das ganz cool, vor allem weil man halt nicht weiß, wie weit die anderen sind. Und das macht, glaube ich, schon ein bisschen Aufregung aus. Ich bleib gerade nirgends hängen. Es läuft gerade perfekt. Und dann gibt's nochmal hier so einen Teil. Oh nein! Und dann ärgert man sich am Schluss nochmal, weil man es versaut. Ah. Aber auch hier wieder, der obere fällt dann nachher noch weiter runter, als der, der unten einfach weiterlaufen muss. Ich weiß nicht, ob das viel ausmacht, aber ein bisschen macht es, glaube ich, schon aus. Gut, aber schön. Schöne Idee. So. Dann, achso, das ist nochmal so ein Ding. Okay, dann brauchen wir das jetzt wirklich nicht spielen. Oder ist es auch für einen Player?
Aber da steht ja Second. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht für vier Player. Das ist gar nicht. Das ist jetzt ein Rätsel. Das ist gar nicht für Multi. Wait, da waren. Okay, ich sollte nicht auf alle Pfeile hören. Hilfe. Jetzt ist da ein Block. Ach so. Okay, also man läuft hier im Kreis und dabei löst man ab und zu. Hä, wie hätte ich jetzt an dem Ding vorbei? Hä? Alter, ich finde das finde ich gerade sehr unübersichtlich. Ach so, ja, ich hab's verstanden. Eigentlich hätte ich damit jetzt den kaputt machen sollen. Konnte ich jetzt nicht. Ich konnte nicht an die Feuerblume ran. Das ist jetzt natürlich doof. Ach, jetzt ist da offen, aber jetzt bräuchte ich den Helm. Ah, mein Gott. Okay. So, jetzt ist da der erste Block aufgetaucht. Und da unten der P-Switch. Wait, what? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ach, der ist schon die ganze Zeit offen. Ich kann nur vorher nicht durch. Ups. Das habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt komme ich an die Blume ran. Und jetzt kann ich hier durch. Nee, kann ich nicht. Ich brauche erst den wie zur Hölle? Geht das? Nein, ich hab's verpasst. So, jetzt habe ich die Blume. Ah, jetzt kann ich das hier wegschießen. Jetzt habe ich den Schlüssel. Aber der... Und dafür brauche ich die Shell in der Hand. Um den On-Off da hinten zu drücken. Und jetzt kann ich die Shell mitnehmen. Mit der treffe ich den On-Off, kann durch die Tür hier durch. Und dann ist da das Ziel. Ah, das muss man auch erstmal bauen können. Uff. Aber sehr schön. Sehr schön. Okay. Haben wir das auch gemacht? Das lassen wir erstmal alles aus. Da ist nochmal ein Frank-Level. Chlorfrost, wie lange dauert das? 1,26. 1,49. Ah, es könnte kritisch sein. Aber dann haben wir im Prinzip... Ja, wir haben aktuell alles aufgeholt. Das Metroid-Level ärgert mich halt, ne? Das ist ärgerlich, dass wir... Weil ich würde das gerne weiterspielen, aber ich komme an dem Sprung nicht vorbei und ich kann's nicht. Ich kann nicht immer wieder neu ansetzen. Das funktioniert nicht. Okay, an der Stelle schließe ich erstmal ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.